Sie hören Crop FM, Ausgabe Nummer 286. Wir schreiben den 21. September 2012. Mein Gast heute Abend ist Jörg Schreiber und es geht um Geister. Ja, bei mir an der Telefonleitung Jörg Schreiber. Hallo Jörg, kannst du mich gut hören? Es geht. Ich kann dich hören, bisschen leise, aber es geht. Ja, mehr können wir nicht verlangen, Hauptsache du verstehst ungefähr, welche Fragen... Was ich sage, genau. Gut. Ja, es freut mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und heute bei mir zu Gast bist. Also wie gesagt, dieses Video ist wirklich erstaunlich. Wir kommen dann eh noch ein bisschen darauf zu sprechen. Als erstes möchte ich mal einen Gruß da draußen an alle am PC richten. An alle am PC und natürlich auch an den Radiogeräten hier in Graz. Also wir alles werden klar. Auch terrestrisch gehört, nicht nur am PC. Ja, Jörg, du bist gemeinhin, giltst du als der Geistjäger, du bezeichnest dich eher als Bewusstseins- oder Jenseitsforscher, ja, Paranormologe, ein weiterer Begriff, der durch die Gegend schwirrt. Hin oder her, wie auch immer man dich jetzt nennt, wie bist du denn zu dem geworden, dass du heute bist? Also wie kommt man denn zu so einem? Das ist ja dein Beruf, das machst du ja quasi hauptberuflich. Das mache ich hauptberuflich, ja. Das ist erstaunlich. Wie kam es dazu? Ja, ich meine, ich war ein ganz kleiner Wutzel, kann man sagen. Also in frühester Kindheit habe ich Geister und sonstige Gestalten gesehen und habe dann auch astral, also so nebulös, wie man es im Fernsehen kennt, von Geist von Canterville oder so, kam mein Großvater oder Urgroßvater zu mir und der hat mir über das Leben und darüber hinaus viel erzählt. Ja, und irgendwann hat er sich dann verabschiedet und dann habe ich natürlich meine Eltern gefragt. Die habe ich gelöchert ohne Ende und das war für mich mehr oder weniger tödlich, weil der Vater ist Diplom-Ingenieur, die Mutter war eine Sekretärin, die war nach ihrer Hochzeit Hausfrau. Die haben gesagt, nein, was machen wir bloß mit dem Burm? Der hat viel zu viel Fantasie. Und dann haben sie mich also immer so eingeengt, bis ich das dann irgendwann gelassen habe und die Fähigkeiten sind eingeschlafen, kann man sagen. Ja, und dann mit circa 16 hat der damalige Religionslehrer im Gymnasium, hat er also früh über Weltreligionen und so diskutieren lassen. Und durch diese Diskussionen bin ich dann wieder erwacht, kann man so sagen. Und da hat das Interesse wieder eingesetzt. Und dann habe ich mir auch meine ersten Bücher gekauft, also und habe dann also wahnsinnig viel gelesen und so. Und dann habe ich dieses Thema eigentlich nicht mehr losgelassen. Ja, und dann bin ich damals, das war ja noch nicht publik so groß und das hat man ja an den Teppich gekehrt, das tut man heute noch, aber damals besonders. Da habe ich dann einen Freund, wir haben so eine Fußballspielvereinigung gegründet und einen hatte ich da, mit dem konnte ich mich ein bisschen unterhalten. Und wenn wir uns dann zusammengesetzt haben und haben über diese Phänomene gesprochen, gibt es Tote, können die einen besuchen und so weiter und so weiter, da liefen mir dann so ihm auch also so kalte Schauer über den Rücken und die Gänsehaut hat es aufgestellt und so weiter. Und dann haben wir gesagt, ja, das gibt's, weil sonst geht es ja gar nicht und so weiter. Ja, und so hat es langsam angefangen, dass ich da in das Thema wieder reingerutscht bin. Und deine Eltern haben das natürlich jetzt als Fantasiegebilde abgetan. Das ist natürlich recht interessant. Und ich denke mal, das passiert wahrscheinlich relativ oft, dass also Kinder noch offen sind für ja, das, was es noch gibt und Eltern das aber nicht verstehen. Ja, ich sag jetzt mal, generell bis zum 4., 5. Lebensjahr sind die Kinder noch recht offen. Sie leben sozusagen in zwei Realitäten. Also je älter sie werden, also bis zum 5. Lebensjahr, da hört es dann langsam auf. Mit 4, 5 schläft es dann auch ein. Dann sind sie nur noch in der hiesigen Realität zu Hause. Du warst aber dann als Kind überzeugt, dass du dir das eigentlich nicht einbildest, hast aber dann trotzdem, um jetzt nicht so viel Schwierigkeiten zu bekommen mit den Eltern, das ganze Thema sein lassen für eine Zeit. Ja, mehr oder weniger. Ich meine, wenn ich erst gefragt habe, ich
ich kann mich noch erinnern, Weihnachtszeit war und dann huschte so ein Lichtschatten an unser Fenster und es hat sich angehört, als hätte sie ihren Kopf hochgerannt, verstehst du, es klonkte dann so, dong, dong, und dann ist er wieder verschwunden und so weiter, bin ich zu meiner Mutter, habe gesagt, gibt's Engel? Ja, mein Gott. Und die hat dann gesagt, nein, fantasierst wieder, und der Vater hat gemeint, komm, hör auf mit dem Schmarrn und so. Und durch dieses dauernde Negieren ist es halt dann eingeschlafen. Dann habe ich halt irgendwann keine Fragen mehr gestellt und dann ist es eingeschlafen, ja. Also als Kind hast du ständig irgendwelche Dinge gesehen, die andere nicht gesehen haben. Und hast du auch gehört? Das habe ich ja nicht gewusst, dass andere das nicht gesehen haben. Aha. Ich habe bloß gewusst, meine Eltern sehen es nicht und die glauben nicht dran. Ne? Sind diese, ich nenne es jetzt mal, optischen Eindrücke verschwunden, als du dich quasi aufgehört hast, damit zu beschäftigen? Oder sind da dann ständig irgendwelche Gestalten herumgestanden, die halt nur du sehen konntest und du hast sie ignoriert? Ja, am Anfang waren da noch einige, die habe ich dann ignoriert. Und später dann sind die dann ganz verschwunden, als ich mich in dieser Realität alleinig zu Hause gefühlt habe. Und dann sind die ganz verschwunden. Die kamen dann erst so mit 16, als ich mich damit beschäftigt habe, wieder. Und warst du jetzt aber als Kind überzeugt, dass das tatsächlich real ist? Oder wie war denn dein Eindruck? Ich meine... Ja, ich meine, ich war natürlich etwas verunsichert, weil... Tote haben sich natürlich gezeigt, also sogenannte Tote, aber diese anderen Wesen, ob das Engel oder Zwergerl oder sonst was waren, die sind ja nur so vorbeigehuscht und da war ich dann unsicher, gibt's die nicht, da wollte ich eine Bestätigung durch die Eltern haben. In der Zeit, wo der Großvater noch bei mir war, der hat mir das erklärt, da war ich dann davon überzeugt, aber später, ja, das ist so leicht verschwommen, das Thema, ne? Also weil ich dann gefragt habe und die haben alles negiert und dann habe ich mich da nicht mehr mit beschäftigt, sozusagen. Das ist faszinierend. Also gerade dieser Übergang dann, wo du also quasi das nicht mehr akzeptierst, ja, dass dann auch diese Erlebnisse verschwinden. Ja, ich, und erst dann wieder kommen, wenn du dich wieder damit beschäftigst. Ich meine, das könnte jetzt jemand zum Beispiel natürlich so deuten, ja gut, das ist eben, weil das alles nur in der Einbildung existiert, aber... Das ist halt mir so passiert. Ja. Ja, ich habe gesagt, nein, ich mag das nicht mehr, also sozusagen, ich höre damit auf, und dann ist es leicht verschwommen geworden und dann ist es ganz verschwunden. Ja. Wie interpretierst oder wie hast du das damals interpretiert? Hast du das so gesehen, dass sich diese Wesen damals einfach nicht mehr zeigen? Oder? Damals war ich noch zu klein, um das zu interpretieren. Okay, das stimmt natürlich. Ja. Ja, aber jetzt im Nachhinein, wenn du drüber nachdenkst, glaubst du, dass die dann wirklich quasi dich in Ruhe gelassen haben oder hast du einfach nur den Filter zugemacht? Ich habe den Filter zugemacht. Mhm. Ich meine, ab und zu ist schon mal jemand aufgetaucht und so weiter. Aber halt alle halbe Jahr oder alle Vierteljahr mal und nicht täglich. Ja, und dann habe ich halt mehr oder weniger gesagt, hau ab, ich will mit dir nichts zu tun haben und hab den Schalter wieder umgelegt oder den Filter, wie du sagst, zugemacht und dann habe ich eben da nichts mehr gespürt. Glaubst du eigentlich, dass der Rest der Menschheit, oder ich sage mal jetzt mal 99,9% der Menschen, die jetzt diese Sinneseindrücke, nenne ich es mal, nicht haben, einfach nur mit einem komplett dichten Filter herumlaufen und in Wirklichkeit aber diese Eindrücke genauso haben könnten und diese Dinge genauso wahrnehmen könnten? 99,9% sagst du. Ja, keine Ahnung. Nein, ich sage so, es ist also diese Sichtweisen und so weiter, die sind alle erlernbar, sag ich mal so. Man kann das, also mit Sicherheit können das alle, wenn sie es lernen möchten. Ich sag, das ist wie beim Radfahren oder beim Schwimmen lernen oder so. Der eine, der braucht zum Radfahren zwei Tage, dann hockt er sich drauf und fährt los. Ja, und der nächste, der wackelt halt nur eine Woche umeinander und braucht ein bisschen länger. Aber im Grunde ist es alles erlernbar. Das finde ich interessant. Wenn man sich damit beschäftigen möchte und darauf einlässt. Mhm.
Ja, also wenn einer jetzt absolut sagt, komm, das gibt's nicht, ich negiere das und so, da würde ich sagen, kommt es zu 50% dazu, dass solche Eindrücke mal entstehen und die anderen 50%, ja, die ziehen halt einen doppelten Filter runter und dann ist eben ganz klar, dann geht gar nichts mehr. Und wenn man das lernt, dann ist das ja eigentlich nur ein Öffnen des Filters. Also im Prinzip wehrt man sich dann nicht mehr dagegen, oder? Ja, viele wissen ja gar nicht, wie sie anfangen sollen. Ja. aber man kann es lernen, ja. Interessant. In diesem Film Weltergeister, es ist wirklich, er ist verlinkt. Gibt es noch eine längere Fassung davon oder ist das die Fassung dieser? Also die dauert 20 Minuten so circa. Ist das die? Das ist halt die offizielle Fassung. Die offizielle, ja klar. Okay. Ja, wir haben damals sehr viel gedreht. Es sollen auch noch einige neue Filmchen dazukommen irgendwann, wenn er mal Zeit hat, das Ganze zu machen, der Herr Weichelt. Das ist jetzt mal die offizielle Version, die ist für ich glaube, in Facebook ist er auch drin, eigentlich viel zu lang. Naja, aber wir haben es mal auf 20 Minuten gekürzt. Okay. Was mich da also wirklich fasziniert hat, ist, da geht es also, kurz nur zu beschreiben, in einem Haus, wo also zwei Frauen wohnen und ich glaube, eine ist auch eine Mutter. Ja. Das Kind wohnt auch dort. Sind beide Mütter. Beide Mütter, dort spukt jedenfalls, also mehrere Entitäten, nenne ich mal. Und du versuchst ihnen also zu helfen, schaffst es dann auch, ihnen zu helfen. Und da gibt es also dann einen Moment, wo dich einer der Reporter fragt, oder wahrscheinlich eh also der Filmemacher, na, wo ist denn jetzt der, also einer dieser, das ist also ein Junge, der dort tragisch ist. Ja, das ist ein kleiner Bub gewesen, der hat sich seinerzeit beim Spielen sozusagen, hat er sich im Dachboden erhängt. Ja, der hat halt irgendwelche Mittelalter-Spielchen gemacht und hat sich dann stranguliert, sozusagen. Und der Bub, der war immer in der Wohnung, die haben am Dachboden oben, haben es zugesperrt, dann ist die Tür trotz Zusperren wieder aufgegangen und da haben Schritte gehört, ja, bis sich das so eingestellt hat, dass der am Fernseher immer umgeschaltet hat auf den Kinderkanal, auf den Kicker. Wie schafft es ein Geist? Ich würde jetzt am liebsten ganz blöd fragen, aber wirst wahrscheinlich jetzt auch keine Antwort haben. Aber es ist wirklich erstaunlich. Und wie diesen Geist schafft. Ja, ich meine, wenn wir müssen uns mal über den Tod unterhalten, was das überhaupt ist. Aber wenn der lange genug hier ist, dann lernt er zum Beispiel von anderen, ich sage jetzt mal Geistern oder Sportsfreunden, lernt der als Beispiel die Energie in den Fingern so zu konzentrieren, dass er eben meinetwegen ein Bild anschubsen kann, ja, dann bewegt sich das Büdel, oder er lässt ein Buch aus dem Regal fliegen, oder er schaltet eben dann auch den Fernseher um an der Fernbedienung. Ja, das ist erstaunlich. Ja, wir sind in diesem Video dann, auf das wollte ich jetzt nur kurz zu sprechen kommen, fragt dann einer dieser Filmjournalisten, ja, was macht denn dieser kleine Junge da jetzt gerade? Und du sagst, ja, der steht oben in der Küche am Tisch und unten zupft, in der Küche. Oder unten, wo auch immer, und zupft die eine Frau gerade irgendwie am Rücken oder so. Ja. Der läuft daraufhin los und fragt sie, ist da jetzt gerade irgendwas passiert? Und die beschreibt exakt das, was du also von oben aus wahrgenommen hast. Und das finde ich wirklich erstaunlich. Jetzt blöde Frage, habt ihr euch das abgesprochen? Oder? Nein, das haben wir nicht abgesprochen. Nein, ich meine, Das sieht so aus, als wäre das, aber das war nicht abgesprochen, das war original. Ja, ich bin ja da oben gestanden und habe mich also auch mal reingefühlt. Also ich kann mich Gott sei Dank nicht nur in den Raum, in dem ich stehe, reinfühlen, sondern ich kann mich dann in das ganze Haus und in die Nebengebäude reinfühlen und habe halt gesehen, Mensch, der Bub, der ist mit der einen Dame runtergegangen und treibt jetzt seinen Schabernack. Und dann habe ich das halt gesagt. Und daraufhin, ich war ja gar nicht darauf gefasst, ich habe gemeint, wir filmen hier oben weiter, nimmt er die Kamera und sagt los und jetzt stürmt er die Treppe runter und fragt die, was los ist. Das war unglaublich geistesgegenwärtig von dem Mann, der da die Kamera geschnappt hat und runtergelaufen ist. Und das ist wirklich, ich meine, da gibt es jetzt nicht mehr viel Auswege. Entweder das war Zufall,
Da sage ich mal, nein. Das ist auszuschließen, meiner Meinung nach. Gut, gibt es sicherlich kann auch andere. Kann Zufall sein, bei mir war es keiner. Nein, das ist zu viel Zufall. Also, ja. Weil der beschreibt, du beschreibst relativ genau, was, wo der steht und was er macht. Ja. Und das ist also, das trifft, sage ich mal, zu 99% zu. Ja? Also, in der Wahrnehmung der Frau dann, wenn er sie fragt. Ja. Also, Zufall, nein, glaube ich nicht. Oder Schwindel, das heißt, also ihr wart alle, steckt alle unter einer Decke und wir haben das abgesprochen. Und ja, und also die Frauen und dieser Filmemacher, die machen sich natürlich alle völlig lächerlich damit im Prinzip. Ja. Und so weiter. Du natürlich sowieso, ja, aber gut. Ja. Und das dritte ist, du hast ein körperfreies Wesen wahrgenommen, das da in der Küche stand und Schabernack trieb. Ja. Und ich sage jetzt mal, mit der dritten Möglichkeit wollen wir uns in dieser Sendung beschäftigen. Weil ich die auch irgendwie am spannendsten finde. Über die anderen zwei Möglichkeiten kann man nicht viel reden. Das ist es dann halt. Und das ist wirklich erstaunlich. Also mit dieser Genauigkeit das auch zu beschreiben, was da passiert. Machst du eigentlich sehr viel solche, wie nennt man das, House Cleaning? Oder was gibt es denn da für einen Ausdruck, wenn du ein Spukhaus befreist? Wie nennst du das? Ich nenne das ganz normal. Ich versuche das möglichst bodenständig zu bezeichnen. Ich reinige halt ein Haus. Ja. Cleansing, also von sämtlichen negativen Energien, ob das jetzt Wasseradern sind oder irgendwelche Reflexionsstrahlungen und so weiter. Und natürlich auch von Geistern, also sogenannten erdgebundenen Verstorbenen. Gibt es ja auch den Begriff Ghostbuster, ich meine, aber der impliziert irgendwie, dass man die dann mit einem... Ja, das ist der vom Fernsehen mit dem Staubsauger. aber du busterst diese Geister ja nicht, also du schickst sie ja nicht mit irgendeiner Plasmakanone ins Jenseits, weil da sind nein, sie ja nein, schon, nein. Sondern, und das ist jetzt wirklich interessant, diese, nennen wir es mal verirrte Seelen, okay, also gut. Erdgebundenen Seelen. Erdgebundene Seelen. Die sind nicht im Jenseits, sie sind noch erdgebunden, ja. Ja. Das ist zum Beispiel ziemlich gruselig und unangenehm, wenn man sich das überlegt, dass man sich sogar im Tod noch verirren kann. Ja. Und das ist denen passiert. Kurze Erklärung dazu. Ja, bitte. Auch länger, wenn du willst. Du stirbst jetzt. Ja, hast einen Herzkasperl, fällst um. Während der Sendung, bumm. Dann steht deine Seele oder dein Astralkörper oder wie wir das nennen wollen, steht also auf und zieht sich also noch so, wie er ist, in derselben, selbst dieselbe Kleidung hast du an. Ja? Und das ist das, warum viele erdgebunden bleiben, weil sie eben, wir haben heute Verkehrsunfälle und so weiter, die werden aus dem Auto rausgeschleudert oder sonst wohin. Bevor die sich einmal umschauen, hat der Sanker hat den Körper geholt und hat ihn in der Pathologie oder in irgendeinem Krankenhaus abgeliefert. Der sieht ihn ja nicht einmal mehr. Ja? Also ich meine, früher, wenn der Bauer auf dem Feld mit der Sense gearbeitet hat und ist umgefallen, dann ist er abends warm, ist in seine Kammer und da lag er dann und die ganzen da drumherum und haben geweint und gemacht und gejammert. Dann hat er gesagt, was ist denn da los, jetzt bin ich zweimal da. Und dann hat er das schon gerafft. Aber heute raffen sie es nicht mehr. So, und dann haben in der Regel diese Toten, diese Frischtoten, haben 2-3 Tage Zeit, um sich zu verabschieden. Und dann macht also so ein... wir kennen es als großen Lichttunnel auf, der sie, wenn sie dort hineingehen, der sie ins Jenseits bringt. Jetzt sind aber viele Leute, ja, der eine sagt, mein, was ist denn das für ein Licht? Da hätte ich ja Sonnenbrillen gebraucht. Da gehe ich vorbei. Oder ein anderer, der meint, er hat noch irgendwas zu erledigen, weil das ist ganz wichtig, das hat er sich vorgenommen, das Licht kann, das kann meinetwegen warten. Oder, ja, und wenn sie dieses Licht erstmal verpasst haben, dann, ich meine, sie können es wieder hervorrufen, aber das wissen die meisten nicht, wie es geht, und dann bleiben sie auf der Erde und erdbehaftet. Ja, und so, und der eine, der sitzt jetzt in, ja, das Haus habe ich selber gebaut und so weiter, jetzt geht er in die Wohnung rein,
ja, jetzt die Leute, die da drin sind, seine Frau und die Kinder sehen ihn nicht, die hören ihn nicht. Ja, hat er gemeint, ist da Verschwörung in Gang oder sonst was. Ja, und irgendwann wäre es dem zu blöd. Dann hockt er sich halt irgendwo, weil der ja nicht heiter und fröhlich ist, sondern leicht depressiv durch diese ganzen Erlebnisse, die er jetzt gerade hatte, hockt er sich im Keller runter. Ja, und dann bleibt er da halt. Und dann schaut er durch das Kellerfenster raus und sieht in dem Frühjahr, die Frau Meier geht Semmeln holen und der Huber, der geht zum Metzger und so weiter. Und dann sieht er auf einmal eine leicht verschwommenere Gestalt vielleicht da auf der Straße trotten. Ja, dann pfeift er an, der hört ihn sogar. Ja, dann kommt er in das Haus. So, und dann teilen die sich mit. Ja, die tauschen Erfahrungen aus und so. Dann sagt der eine, ja, du musst deine Energie in der Hand musst du sammeln, damit du was bewegen kannst. Und er sagt und so weiter. Und dann lernen die voneinander. Ja, und wenn es gut geht, kommt noch ein Dritter und ein Vierter. Und dann haben wir eine schöne Gartenrunde. Und dann, ja, je mehr dazukommen, desto mehr lernen die. Das heißt, du... Ja, und dann können die, dann versucht er auch mal ein Bild zu bewegen oder sonst was. Ja, und dann haben wir die schönen Spukphänomene. Jörg, das klingt wie Ghost. Ich meine, der Film. Wie Ghost? Ja, das ist richtig. Also das Nachricht von Sam, dieser... Ja, das ist ein Film, der ist sehr gut umgesetzt, ja. Das ist wirklich so? Ja. Oh Gott. Das heißt, Menschen sterben... Und in unserer schnelllebigen Zeit gibt man ihnen nicht mehr die Zeit und, naja. Die Zeit hätten sie ja. Zeit hätten sie. Aber wir sind doch alle doof. Wir werden doch durch die Regierungen und durch die Religionen und so weiter, ich möchte es keine, um Gottes Willen, niemand angreifen, aber wir wären doch, was diese Sachen betrifft, wenn man doch für doof verkauft und doof gehalten. Ja, das kann es nicht geben, das gibt's nicht, das wird lächerlich gemacht und damit sterben wir doof. So, und wenn wir jetzt wirklich sterben, dann wissen wir gar nicht, was los ist. Dann heißt es ja, Mai, ja, irgendwann ist die Auferstehung des Fleisches und ja, da warten wir drauf. Was denn da eigentlich abläuft und wie das geht, das erfahren wir ja gar nicht. Ja, aber das wäre ja dann eines der wichtigsten Dinge, dass man zu Lebzeiten, mit dem man sich beschäftigen sollte, was dann nach dem Tod passiert, damit man sich da nicht verirrt dann. Also, ich meine, das ist ja unglaublich. Das heißt, meine Frau arbeitet wahnsinnig viel mit Dementen und so weiter in der Altenpflege. Es gibt immer, jetzt Gott sei Dank, in den letzten paar Jahren immer häufiger Menschen, die dann wenigstens sagen, wenn irgendwas ist mit dir, ja, dann bitteschön, geh in das Licht. Ja, man versucht ihnen ja also teilweise zu helfen, wenn sie sich ein bisschen auskennen. Ja gut, aber also das ist in der normalerweise in der Altenbetreuung, und das weiß ich, sicherlich nicht üblich, dass man sie darauf vorbereitet, dass sie irgendwann einmal körperfrei existieren und dann... Ja, aber es gibt immer öfters mal Leute, die sagen, wenn es soweit ist, ob das nächste Woche oder nächsten Monat ist, geh ins Licht. Aber das ist ein interessanter Punkt, den du da ansprichst. Also wenn wir tatsächlich kurz nach dem Tod uns in unserem Astralleib oder wie immer man das jetzt nennen möchte, ja, als wieder so besetzt diese Außerwurst, sich also leicht durchsichtig wiederfindet, aber im Prinzip noch immer gleich wie vorher, gleich Anzug und so weiter und vor allem nicht durchlöchert oder wie auch immer man... Nee, du hast dieselbe Kleidung, du stehst in derselben Kleidung auf, die du jetzt gerade zum Todeszeitpunkt anhattest. Okay. Das hilft ja auch mir zum Beispiel, Leute zu klassifizieren, ja, der ist irgendwann jetzt die letzten 10 Jahre gestorben, der hat ein T-Shirt und eine Jeans an oder in den 80er Jahren oder sonst was, ja, und der andere da hinten, der hat eine alte französische Uniform an, der kommt also aus dem 16. oder 17. Jahrhundert. So lange bleiben manchmal die Seelen da, hunderte von Jahren. Ich habe, diese lineare Zeit, der wir unterliegen in dieser Materie, gibt es drüben im Jenseits und im Tod nicht mehr. Die nehmen die Zeit ganz, ganz anders wahr. Also die hocken da nicht 500 Jahre rum,
in unserer Zeitrechnung. Die hocken zwar sehr lang darum, aber für die sind das keine 500 Jahre. Aber es gibt vereinzelt, gibt es sowas, dass die so lange da hocken. Also ich war mal auf einer Burg in einem Verlies, in Rabat, da sind so Verliese oben in der Burg, und in einem Verlies saß einer drin, ja gut 500 Jahre, der hockt halt da. Wenn, das ist durchaus schlüssig, was du da vorher auch, wie du das jetzt erklärt hast. Wir wären ja tatsächlich, ich meine, Leben nach dem Tod ist nicht und so weiter, und Ghost ist halt natürlich nur Hollywood. Das heißt, wenn das also jetzt wirklich so sein sollte, wie in diesem Film, und du sagst, das ist also eine recht akkurate Beschreibung, dann sind wir in der Tat völlig unvorbereitet drauf. Und die meisten Menschen begegnen diesem Thema ja mit sehr großer Polemik. Ne? Wirst du sicher ein Lied davon singen können. Da kommt wahrscheinlich dann auch noch dazu, dass man das ja unmöglich glauben, man ist ja, wenn ich das richtig verstehe, ist man also kurz nachdem man quasi den Körper verlassen hat, eigentlich genau dasselbe wie vorher, ja. Nur ohne, ja, du bist ohne halt, Masse. Du bist halt astral da, ohne deinen materiellen Körper. Ja. Das heißt, alle, ich sage jetzt mal, Beschränkungen im Denken etc., die sind jetzt natürlich nicht plötzlich weggeblasen, sondern die sind noch immer genauso da wie kurz vor dem Sterben. Ja. Okay, das heißt, wenn jemand... Da sterben 10 verschiedene Leute, ja, da ist der eine war im Leben sehr introvertiert, der wird auch dann im Tod introvertiert sein, ja, und der andere war ein rechter Halodri, der wird es dann auch treiben, wie bunt, ne? Mit Einschränkungen, aber ja. Aber irgendwie ist das jetzt für mich schon schlüssig, dass, also wenn das alles so ist, dann ist es natürlich so, dass jemand dann ziemlich konsterniert dasteht und sich überhaupt nicht auskennt. Naja, im ersten Moment, aber... Im ersten Moment. Ja, aber ja. Dann sollte er halt, wir sind nicht da, um das Gehirn an der Garderobe abzugeben. Der hat ja sein Denkvermögen noch. Dann sollte er halt mal ein bisschen denken und nicht sich von seinen Gefühlen leiten lassen, sozusagen, na, das ist nichts und hier und Licht und so weiter. Jetzt gehen wir mal da dran vorbei. Und das ist der große Fehler, den wir machen. Ja, Intuition ist schön und gut, aber man sollte die richtige finden. Und wie vielen, kannst du da irgendwie aus deiner Erfahrung jetzt oder wie auch immer eine Prozentzahl nennen, wie viele der Menschen da wirklich Probleme haben, das zu akzeptieren und dann vielleicht noch eine ziemliche Zeit lang da rumhängen? Ach, du meinst von den Verstorbenen, das akzeptieren? Ja. Putti, putti. Also ich bin jetzt mal ganz vorsichtig. Ich sage mal, ein Drittel geht am Jenseits vorbei. Ein Drittel? Ja. Ich habe erst gedacht, naja, auf irgendwelchen Spukschlössern und in irgendwelchen Burgen hast du halt das Phänomen. Ja, ich bin seit vielen, vielen Jahren eines Besseren belehrt worden. Also ich sage, jeder Dritte hat irgendwo Probleme damit. Wie lange hängen die dann rum? Du, das kommt drauf an, wenn die irgendwelche Informationen kriegen oder sonst was, kann das sein, dass die nach 2-3 Wochen dann verschwinden. Ja, wenn die Mutter, die ältere Mutter da einen Altar aufbaut und ihren Mann, der gerade gestorben ist, dann sozusagen an diesen Altar bindet und so weiter, dann kann der jahrelang da bleiben. Ja, und jemand schreibt da im Chat und nimmt mir die Worte aus dem Mund quasi, das muss aber ein ganz schönes Gedrängel sein im Jenseits. Ich meine, wenn da jetzt ein Drittel zwischen 2 und keine Ahnung, x Jahren rumhängt, ja. Dann hängen da ja einige rum, denn das geht da ja schon Jahrtausende über Jahrtausende. Und ich meine, die verschwinden dann auch mal irgendwann. Ne? Ja, schon, aber ich sage jetzt mal so, dann ist das ja eigentlich... fast, wie der Hörer da schreibt, oder die Hörerin, keine Ahnung, ein ziemliches Gedränge. Ja,
das relativiert sich wieder, dieses Gedränge im Jenseits, weil wenn wir ins Jenseits kommen, ja, also wenn wir jetzt stark belastet sind durch irgendwelche Arzneimittel oder Drogen oder sonst was, da wird dann schon geholfen, dass das ausdünstet und weggeht. So. Und dann komme ich aber mal, erst einmal, ich sag, ja, in so ein großes Kino. Ja, sage ich, ich nenne es jetzt mal Kino. Und da sehe ich, dass ich schon verschiedene Leben gehabt habe. Kino jetzt, ist das jetzt, nachdem ich quasi diese Welt mal verlassen habe? Nachdem ich im Jenseits bin. Also durch diesen ominösen Tunnel gegangen bin? Ja, da hole ich mich erstmal und gewöhne mich an diese Gesetze, weil da kann ich ja mir alles Mögliche denken und dann bin ich dann da oder ich denke mir mein Haus von meiner Kindheit und das steht dann da und so weiter. Also an diese Gesetze gewöhne ich mich und dann komme ich in diesen Kinosaal, wo ich sehe meine vergangenen Leben alle, ja, und dann läuft mein Lebensfilm von diesem Leben ab und ich beurteile mich natürlich nicht so wie ich jetzt hier mit diesem Hirn, sondern mit dem seelischen Hirn beurteile ich mich selber. Das ist die härteste Beurteilung, die mir widerfahren kann, weil ich selber natürlich am kritischsten mir gegenüber bin. So, und dann, wenn das gelaufen ist, dann kann ich schauen, was mache ich jetzt? Ja, bleibe ich jetzt drüben, nimm da irgendwelche Aufgaben im Jenseits an oder inkarniere ich wieder neu oder sonst was. Das heißt, es ist ja ein ewiger Kreislauf wenn ich dann gestorben bin, dann irgendwann inkarniere ich wieder und dann, also so ein Gedränge herrscht da auch nicht. Es sind viele. Wir haben jetzt 7 Milliarden Menschen auf der Erde. Aber das Jenseits ist mindestens genauso groß wie der Erdball. Also das hält sich in Grenzen mit dem Gedränge. Ja, ich glaube jetzt auch, dass wir Gedränge jetzt sowieso unter Anführungszeichen stellen müssen, weil das ist ja kein Raum in dem Sinne, wie wir hier jetzt in dieser dreidimensionalen Welt uns befinden. Nein. Also das ist ja völlig was anderes. Und gut, da gibt es Ansätze, das zu beschreiben. Ich kenne jetzt nur Burkhard Heim, aber es gibt ja natürlich auch viele andere Ansätze, glaube ich. Ja. Aber es ist halt schwierig. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. Mhm. Es gibt auch eine Bildseite zu dem Ganzen. Und vielleicht können wir jetzt so auf ein paar dieser Bilder eingehen, die wir da zeigen. Also gleich unter dem Ankündiger findet man da einen Link. Das zweite Bild zum Beispiel, also das erste zeigt einen sehr schönen Baum. Und wenn du sagst, also Bäume, die reden, dann kann ich, glaube ich, nachvollziehen, was du meinst. Denn es ist manchmal wirklich interessant, was passiert, wenn man sich so einem Baum nähert. Also ich habe jetzt noch nie mit einem Baum in dem Sinn gesprochen, aber irgendwie... Man merkt die Präsenz dieses Baumes. Das kann jeder probieren. Also ich sage, ich kann jetzt ganz normal auf den Baum zugehen. Ich gebe ja Seminare drüber. Ja. Ich kann ganz normal auf den Baum zugehen und merke schon, dass das ein ich sage jetzt mal Lebewesen ist, dass das eine gewisse Ausstrahlung hat. Ja, und manche setzen sich ja mit Absicht an einen Baum hin, lehnen sich da an und stehen nach einer halben Stunde mit einem leicht gestärkten Rücken wieder auf und so weiter. Kann ich nur empfehlen, ja. Das ist, bis dahin ist es noch normal, ja. Aber ich sage jetzt mal so, der eine Baum, der mag den nicht, der gibt einen Spitz, einen Rennerer, verstehst, hau ab, geh zum nächsten und der andere empfängt dich mit offenen Armen. So, und wir gehen also dann zu den Bäumen hin, finden mit Vorübung natürlich eine kleine Öffnung in dem Baum und gehen in den Baum rein. Also mehr oder weniger dann, wir sitzen unten oder umarmen den Baum und gehen da astral rein, ja, und lassen uns durch die Baumsäfte erstmal hoch und runter tragen. Und sehen dann oben durch die Blätter alles schön grün und so weiter. Und dann suche ich mir einen Platz, meistens im Stamm, wo ich mich recht wohlfühle. Und da kann ich wirklich einen Bewusstseinsdialog mit diesem Baum beginnen.
Ja, da kann ich mit ihm reden. Mhm. Und da gibt es also ein sehr schönes Bild auch von einem Baum. Wenn man sich das Bild da anschaut, also man ist fast dort. Wirklich ein sehr schönes Foto. Mhm. Und auch das nächste, Bild 2, ist sehr gut gelungen. Da sieht man also dich da sitzen. Wie du also gerade... So leicht versunken. Leicht versunken, ja. Was machst du da im Zwergenwald? Da war ich auch mit einer Gruppe, das war natürlich Ei, das war ich mit einer Gruppe aus Ingolstadt. Und da haben wir eben diese Baumreisen gemacht und am zweiten Tag haben wir uns um die Zwerger gekümmert, weil die wollten das unbedingt. Ja, also Zwerger und diese ganzen Sagenwesen, die gibt es, aber auch nur eben nicht materiell. So, und da haben wir dann mal versucht, die aus dem Körper auch rauszugehen, ja, und mit denen die mal aus der Weiten zu sehen und dann auch hinzugehen, um mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Okay, das ist gelungen? Teilweise. Sage ich jetzt teilweise. Also die einen haben diese gesehen, also zwei, drei haben aus der Gruppe haben diese Zwerger zwar gesehen, aber haben ein direktes Gespräch nicht hinbekommen. Da, also jetzt an dem Tag, wo wir waren, ich habe inzwischen erfahren, dass sie also dann daheim auch geübt haben und gemacht haben und das hat dann auch hingehauen. Aber das hat halt ein bisschen gedauert. Aber an dem Tag haben es also nicht alle geschafft, mit ihnen einen Kontakt herzustellen, also zu reden. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an eine Sendung, ich glaube, schon Jahre her, hieß Poltergeist. Mhm. Und ich hatte da eine Dame zu Gast, die also über dieses Poltergeist-Phänomen auch schon ein paar Bücher geschrieben hat. Und die hat mir da also erzählt, wie sie einen Gnom einmal, der sich in einer Wohnung eingenistet hat, mhm, in einem Plastikkübel in den Garten gegenübergetragen haben. Und ich sag's jetzt ganz ehrlich, also für mich war das war mir einfach zu viel. Ja. Willst du mir jetzt erzählen, dass sowas wirklich passiert? Es kommt hin und da mal vor, dass sich Naturwesen in einem Haus einnisten. Dazu braucht es aber einen triftigen Grund. Aber es ist sehr, sehr selten. Es ist sehr selten. Also ich habe das mal einmal gehabt, oder naja, zwei, dreimal, das war im Allgäu. Da bin ich also hier und dann erzählt mir also diese Frau von der Familie, dass Punkt 3 Uhr geht die Tür auf, dann kommt ein sichtbarer Troll in das Haus hinein, stopft stinkend, weil Trolle stinken halt, ne, durch die Küche, geht den ersten Stock auf und legt sie beim Sohn ins Bett. Dann haben sie einen Pfarrer da gehabt mit ein paar seiner Ministranten oder was da war und die haben gebetet und gebetet und Punkt 3 ging die Tür auf, der Troll kam rein und die sind geflüchtet. Die sind Hals über Kopf aus diesem Haus geflüchtet. Warum sind die geflüchtet? Ja, weil sie den Troll gesehen haben. Die haben den gesehen? Ja, der hat sich sozusagen also sichtbar gemacht. Der, ja. Okay, ja, das verstehe ich. Und da sind die geflüchtet. So, ja. Jetzt haben sie mit Angst und Schrecken gelebt, was will der und so weiter, bis er auf mich kam. Dann bin ich da hingefahren, haben mir das angeschaut, ne? Punkt 3 ging die Tür auf, der Troll kam rein und ging da ins Bett und legte sich ins Bett des Sohnes. So. Dann bin ich mal auf und habe mich dann mit dem Troll unterhalten. Und das war so, dass dieser Sohn in der Nähe von der jetzigen Wohnung hat der in einem vergangenen Leben mal gelebt. Und da haben sie also als Jugendliche zu dritt Naturgeister und Trolle und so weiter verflucht und ja. So, und dieser Troll hat den jetzt wieder gefunden und hat gesagt, so dem Zorgesetz, jetzt mache ich ihm die Hölle heiß. Und der wäre auch nicht so einfach gegangen, den kannst du nicht ins Jenseits schicken oder sonst wohin. Da haben wir dann verabredet, dass sich dieser junge Mann, bei dem Troll wirklich entschuldigt und macht und tut,
auch wenn er es nicht mehr gewusst hat, genau, was er damals getan hat. Das hat also, 20 Minuten dauert, diese Entschuldigung und so weiter. Ja, und dann ist der Troll gegangen und kam nicht mehr wieder. Höchst interessant. Ja, wie gesagt, also ich habe das schon öfter auf Sendung gehört und also auch Nicola Wohlgemuth zum Beispiel sagt mir dann jedes Mal, dass da irgendwelche Wesenheiten im Raum wären, wenn wir Sendung machen. Und ja. Für mich ist das halt, ja wenn man es direkt spürt und sieht, versucht man das nachzuempfinden, aber man klingt sich nicht richtig rein, das ist schon klar. Ja. Ja. Es ist schwierig, was dazu zu sagen, weil ich kann dann nur sagen, ja gut, ich akzeptiere deine Wahrnehmung, aber ich habe sie eben nicht. Ne? Bei den Bildern, vielleicht noch einmal kurz zurück zu der Seite da gibt es ein sehr schönes auch in Irland, Bild Nummer 7. Welches ist das? Da sieht man Irland, Wicklow Mountains, Glendalough, glaube ich, spricht man das aus, Glendalough. Ja. Da sieht man also solche Lichtspielchen auch und du hast mir, glaube ich, am Telefon gesagt, das ist so, wenn das schaut jetzt aus wie Linsenreflexionen, meiner Meinung nach, aber... Ja, ich habe, meine Tochter war ein halbes Jahr in Irland. Ja. Also die anderen Fotos habe ich selber geschossen oder das, wo ich drauf bin, eben nicht. Das hat jemand anderes. Ja, aber das hat sie geschossen. Ich habe die jetzt mal genommen, weil es schöne Bilder sind, meiner Meinung nach. Und das können wohl Lichtspiegelungen sein, die auf diesen ganzen Bildern drauf sind, auch auf dem Sima-Bild. Ja, aber ich habe es mal dafür genommen, dass sich Naturwesen oder auch Verstorbene teilweise so durch Licht, sie sind ja im Grunde nicht mehr als eine Lichtkugel, ja, sie können sich zu einer Lichtkugel verdichten, so zeigen und man hat Aufnahmen, wo man nicht eindeutig sagen kann, ist es jetzt eine Lichtreflexion oder ist es tatsächlich irgendein Wesen oder ein Verstorbener, der sich da abbildet und irgendwas, ja, das bemerkbar machen will, halt auf irgendeine Art. Also dieses Bild kann ganz einfach beispielhaft, also egal wie jetzt diese Lichteindrücke da zustande kommen auf dem Bild. Ja, ob das eine mit dem blauen Fleck oder das andere mit dem... Ja, schauen Sie interessant, also vor allem das ist voll damit, also ja, Orbs, also, sagt man ja auch modernerweise dazu. Ich nehme an, das sind hier auf diesem Bild Lichtspiegelungen. Ich habe es nur als Beispiel mal reingetan, weil es kann also ohne weiteres sein, dass sich ein Verstorbener oder ein Naturwesen eben auf diese Art und Weise bemerkbar macht. Das heißt, deine realen Eindrücke, also deine für dich realen Eindrücke, die du hast, sind teilweise sehr, sehr ähnlich dem, was man auf diesem Bild sieht. Mhm. Mhm. Interessant. Nee, nein. Also nein. Nein, okay. Ich sehe die sehr deutlich. Aha, okay. Ich sehe die sehr deutlich, aber es gibt also, wenn ich jetzt mal fotografiere, ja, es gibt Fotos, wo sich ein Geist also wirklich zeigt. Ja, da machst du ein Gruppenfoto mit Dame, und dann steht da hinten einer, der im Anzug vom letzten Jahrhundert, so, und dann sagst du, huch, was ist denn da los? So, da sieht man also eindeutig, dass das ein Verstorbener ist. Davon gibt es viele Dinge, aber das wird halt, also es gibt kein einziges Bild, das jemals wirklich als authentisch befunden wurde. Ne? Weil das ist dann halt immer Doppelbelichtung oder keine Art Zufall oder irgend sowas. Ne? Ja, man, ja. Wie auch immer, ich sage halt, es gibt's. Ja. Ein anderer sagt, es gibt's nicht, dann gibt es halt für den nicht und für mich gibt's es. Also streiten wir uns damit. Ne? Ja. So, aber es kann auch sein, dass sie sich als Lichtkugel oder sonst was zeigen. Mhm. Und deswegen habe ich diese paar Irland-Fotos mit reingenommen. Ja, das habe ich vorher gemeint, wenn ich gesagt habe, dass sie sich dann, wenn sie sich als Lichtkugel zeigen, dass das dann so ähnlich aussieht wie auf diesem Bild, kann man das sagen? Ja. Ja, genau, das meinte ich. Dann hast du da die Kaisergruft in Wien. Schönes Bild, aber warum? Warum? Ja. Marschiert der Kaiser da jetzt auch noch rum, oder wie? Nein, ich hoffe nicht. Da war ich bei der Sendung Vera in Wien eingeladen. Da ging es um Spuk in Wien und um Geistergeschichten und ich sollte meinen Senf dazugeben. Ja, und dieser Fernsehmensch,
Der hat mich einen Tag vorher durch Wien geführt. Ich kannte ja Wien. Ich habe also Verwandtschaft dort. Aber da sind wir auch in diese Kaisergruft gegangen und da hat er mal gesagt, jetzt möchte ich mal wissen, ob hier, weil ich habe, der ist gebürtiger Ire auch und sieht auch einiges, ob hier wirklich noch einige der Verstorbenen rumhüpfen. Ja, und dann bin ich da durch diesen Gang und habe also da ein paar Damen und ein paar Kinder gefunden, die ich dann nach und nach, wir hatten also wahnsinniges Glück, weil als wir da unten waren, war kein Mensch da. Ja, sonst kommen ja ganze Busladungen. Und dann habe ich die entfernen können und habe die also erlesen können. Und dann bin ich, sind wir also ganz durch und zum der letzte Raum, da ist ja die Sissi drin. Ja. Und da habe ich mein kaiserliches Busserl abgeholt. Weil die saß ziemlich versunken, Kopf in die Hand gesenkt auf ihrem Sarg drauf und ja, war recht, ich meine, die war zu Lebzeiten so depressiv, aber da besonders. Ja, und ich bin dann stehen geblieben und schaue die so an und dann sieht sie mich, da ich ja generell Tag für Tag in Lederhosen rumlaufe, hat sie natürlich erst einmal gefragt, hey, wo kommst denn du her? Habe ihr das erklärt und dann war sie also ganz verdattert, dass ich ihr antworte, dass sie mich versteht, dass ich sie verstehe. Ja, und dann, ja, dann haben wir, hat der Bekannte von mir, der hat halt einfach ein paar Mal in die eine oder andere Richtung geschaut, ob keine Leute kommen. Ja, und dann habe ich sie dann zum Schluss ins Licht geführt auch. Zum Abschied habe ich ein kaiserliches Bussi bekommen. Deswegen habe ich diese Geschichte, fand ich so nett und deswegen habe ich das Bild rein. Wow. Du hast Kaiserin Sissi ins Licht. Ja, okay. Ja, das ist im Tod wie jeder andere auch. Ja, ja, einfach ein Mensch. Ja, ja. So, ne, der ist erdgebunden und ob der Titel Kaiserin davor steht oder Hofrat oder nicht, das ist mir in dem Fall relativ wurscht. Hat sie denn noch irgendwas gesagt? Ich meine, es ist ja eine Kaiserin, die weiß ja einiges, ne? Ich meine, vielleicht wird ja, sie doch, aber sie die hat halt auch gefragt, was sie, die erste Frage war, was habe ich verbrochen, dass ich hier so leiden muss. So, ja. Und dann habe ich ihr erstmal einiges über den Tod und so weiter erklärt. Ich meine, ich konnte da auch nicht 2 Stunden reden. Ja, da wären wahrscheinlich dann wieder irgendwelche Besucher gekommen, da hätte ich abbrechen müssen und so weiter. Ich habe ihr halt kurz was erklärt und habe ihr dann sozusagen einen Lichtkanal aufgemacht, wo ich sie rüber begleitet habe. Interessant. Da gibt es dann das Bild 9, also das war jetzt Bild 8, Bild 9 gleich drunter, Kroatien. Ach so. Unglian, glaube ich, heißt das. Unglian. Unglian. Die Frau saß auf ihrem Grab, nehme ich an, was ähnliches. Also das ist also auch wieder so ähnlich. Da ist so ein alter Friedhof, da sind teilweise auch diese Grabplatten schon eingestürzt und so weiter. Ja, und da war also ja auf dem Friedhof, ich weiß nicht, da wird auch, glaube ich, keiner mehr beerdigt, da war nicht viel los. Aber diese Frau, ich habe also dieses Foto gemacht, weil auf diesem Grabstein das Foto auch von der Frau drauf war, die war noch zugegen. Und die habe ich dann auch rüber begleitet, ja. Und dann gibt es dann noch ein interessantes Bild, Nummer 13. Also ich greife jetzt nur ein paar rauf. Ja. Totenköpfe bei Burgkirchen. Also Burgkirchen ist ja nahe der österreichischen Grenze. Ja. Und nein, die Ortskirche von Burgkirchen, die hat rundherum, wie man es von Kirchen früher von so kleinen Dorfkirchen kennt, hat die einen Friedhof. Und die Gräber, die aufgelassen werden, da haben sie halt die Schädel rausgeholt und haben dann, sieht man ja auch mit schöner Ornamentschrift und so weiter, haben sie da dann gemalt, wem der gehört hat und so weiter. Und dann haben die an der Kirche außen einen
ja, so einen kleinen Raum, oder sagen wir einen größeren Schaukasten, wo sie diese ganzen Schädel ausgestellt haben. Ja, und da war es tatsächlich so, dass noch ein paar Leute bei ihren Schädeln saßen. Ja, und das sieht man ja auch an dem komischen Ding, wie dieses Licht wegfliegt und so weiter. Da waren einige da. Also du sagst, wie dieses Licht wegfliegt. Einer dieser Totenköpfe sieht so aus, als würde er Licht speien. Ist das ja, das war einer von denen, den ich also noch rüberbringen musste. Das war einer von denen. Es ist jetzt aber nur, ich meine, als ich dieses Bild sah, dachte ich, das ist einfach nur ein Effekt, weil da die Sonne halt drauf geschienen hat. Oder? Nee, das war wirklich so. Also, da waren zwei, drei noch da. Ne? Aber diese Kirche gibt es in Burgkirchen und diese Schädel kann man sich heute noch anschauen. Also dieses helle Ding, was da unter diesem Totenkopf, das ist also die fotografische Abbildung einer verehrten Seele, oder wie? Ja, der hat halt, der hat halt mich gesehen, ja, wollte abhauen, ja, und zischte aus seinem Schädel raus in irgendeiner Ecken, ja, und so weiter, okay. Und ich habe ihn zufällig erwischt. Unglaublich. Auf dieser Sendung geht es natürlich auch um ein anderes Phänomen. Ich möchte, da gibt es noch 1000 Fragen, die wir da behandeln könnten. Mhm. Jemand hat im Chat auch das tibetanische Buch der Toten erwähnt. Ja, die Rettung kommt auch schon im Hintergrund. Die holen wir jetzt auch. Warte noch ein bisschen. Tibetanisches Buch der Toten. Ja. Totenbuch. Ist natürlich, um auf unsere eingangs geführte Diskussion zurückzukommen, dieses völlige Befremden, das jemanden aus dem Westen erfasst. Ja, und ich muss zugeben, ich gehöre da auch noch immer dazu. Also wenn jemand solche Dinge erzählt wie du, obwohl ich es jetzt schon öfter gehört habe, und gerade heute habe ich wieder mit Elke Watzlawicek gesprochen, die mir Ähnliches dann gleich erzählt hat natürlich, und Pat Angoff. Aber also gut, ich wäre schon immer wieder damit konfrontiert, aber es ist einfach trotzdem, wie gesagt, befremdlich. Ja, und das hängt damit zusammen, das hängt, glaube ich, vor allem damit zusammen, dass wir eben keinerlei, sage ich mal, kulturelle Referenzen haben. Ja. Das kommt einfach nicht vor. Schieben wir mal das Christentum weg. Ja. Ja, nehmen wir mal den Buddhismus oder Hinduismus. Da kommen ganz andere Lehren vor. Wenn man, ich kann mir als guter Christ, kann ich mir auch mal die Veden durchlesen. Da sagt da keiner was. Ne? Ja, und kann er mal ein bisschen überlegen. Ja. Im Christentum gab es diese Wiedergeburt auch. Die war sogar in der Bibel drin. Die haben sie im ersten Konzil von Nicea mit einer Stimme mehr rausgestrichen. Aber das ist was anderes. So im 5. Jahrhundert ungefähr. Ne? Ja, aber wenn wir heute auf diese anderen Religionen gehen und die Veden lesen und das lesen, ja, oder das ägyptische oder das tibetanische Totenbuch, die sind natürlich, die ist natürlich furchtbar geschrieben, ja, das ist im Stil der damaligen Zeit und so weiter mit Gedichten und Zeug drin. Unlesbar für mich, aber ja, ich weiß, was du meinst. Aber man kommt doch dahinter, dass irgendwie es nach dem Tod noch weitergeht. Ja. Ja, und das ist doch das, wenn wir unseren eigenen Tod überleben, es hört nicht auf, und dann brauchen wir auch keine Angst vorm Tod zu haben. Das Lustige ist ja, und ich sehe mich da durchaus auch als ziemlich divergent, ich habe überhaupt kein Problem damit, zu glauben und anfangen zu sagen, oder von mir aus sagen wir zu wissen, dass ich jetzt nicht, meine Existenz nicht an diesen Körper gebunden ist und nicht davon abhängig ist. Ja. Und ich war ich immer schon der Meinung, es ist ganz klar, wenn ich einmal sterben sollte, dass es damit nicht aus ist. Das war mir komischerweise immer klar. Ja. Aber wie es genau funktioniert. Wie es genau funktioniert, woher soll ich es wissen? Und dann natürlich, das, was du dann beschreibst, ist ja nur eine logische Konsequenz dieses Glaubens oder für mich also dieses Wissens. Aber dennoch, das geht dann irgendwie nicht zusammen. Also offenbar werden wir doch
da ziemlich indoktriniert, dass wir also auf keinen Fall dann die Schlüsse daraus ziehen. Auch wenn wir das für uns selbst jetzt, naja, ich kann da niemandem irgendwie was beweisen oder sonst was, will ich ja gar nicht. Aber selbst wenn wir für uns selbst das als eine Wahrheit anerkennen, die also sehr persönlich ist, ist da eine unglaubliche Hemmschwelle dann eigentlich, da weiterzudenken. Ja? Ich meine, das finde ich interessant. Ich wünsch es ja keinem, sage ich ganz ehrlich. Du wünschst was keinem? Aber wenn einer einen Spuk oder einen Geist zu Hause hat oder eine Obsession oder sonst was, der macht halt die Erfahrung, dass was ist. Ja, und was ich mache, ich kann auch nur aus Erfahrungen berichten. Na, ich habe diese Erfahrungen gemacht, ja, und die waren sehr real. Und dann habe ich halt mal angefangen, die zu wegzunehmen, diese Phänomene. Ich meine, es geht ja darum, ob das Ding jetzt wahr ist oder nicht. Sagen wir mal, das sei dahingestellt. Ja? Wenn einer einen Spuk zu Hause hat, dass es ihm mittags um 12 täglich die Bücher aus dem Regal haut oder zwei Bücher oder sonst was und die Kinder erschrecken furchtbar und so weiter und ich komme. Ja, und nachher, wenn ich also gegangen bin, ich telefoniere mit den Leuten eine Woche später nochmal und zwei Wochen später und so weiter, wenn dieses Phänomen dann aufgehört hat, wenn das nicht mehr passiert, aber an dem Zeitpunkt an, wo ich da war, dann sind wir doch alle glücklich. Hallo, sechsdimensionale Welt, schreibt da jemand, Fragezeichen im Chat, ja. All das ist multidimensionale. Aber das sind alles nur Worte und Begriffe. Aber das Ding ist, was ist, wenn es wirklich so ist? Ja, und wir, im Prinzip, ich unterstelle jetzt mal, viele können das, ich sage mal, intellektuell erfassen und sagen, ja, klar, das ist so. Aber ich fordere jetzt alle mal heraus und sag mal, nein. Nicht nur einfach sagen, ja, das ist so, sondern was, wenn das wirklich so ist? Einfach, ich meine, das ist wirklich, da gibt es dann eine Abwehr, die, glaube ich, sehr viele noch haben und ich nehme mich da selbst nicht aus. Da gibt es dann was einen, wo man doch noch immer ein bisschen Angst kriegt. Oder? Du brauchst ja keine Angst haben davor. Ja. Ich meine, man sollte mit Vorsicht an diese Sachen drangehen, weil wenn ich einen Spuk im Haus habe, einen verstorbenen Haus habe oder wenn der sogar in mir drin steckt, der zieht mir Energie ab. Ja. Und das ist das Fatale, was dabei rauskommt. Der kann bis zu 50% Energie ziehen, ja, weil der ist ja blöd, ja, wenn er sowieso schon hier ist, ja, und nicht rübergegangen ist. Und er meint also immer noch, dass er sich bei unserem Ätherkörper einklingt und durch die Chakren seine Energie bezieht. Und das macht er halt über mich dann, ja. Und der kann bis zu 50% gehen, ja. Und dann kommen natürlich auch da, wo ich anfällig bin. Der eine ist es am Knie, der nächste hat es am Magen. Da kommen dann Krankheiten raus und das ist also ungut, sage ich jetzt nochmal. Ziemlich, ja. Aber ansonsten brauche ich keine Angst zu haben, ja, außer es ist einer von den ganz seltenen Fällen, der wirklich dann mit Pfannen und Küchenmessern umeinander schmeißt, aber das kommt unter 10.000 Fällen einmal vor. Ja, da wären wir jetzt beim anderen Film von Steven Spielberg. Oh Gott, das gibt's auch. Ja, gut. Angst ist ja auch jetzt eine Sache. Ich meine, es ist der Angst falsche Begriff. Ich meine jetzt auch gar nicht so mit Angst, aber Weltbilder, die da wirklich einstürzen und dann völlig einstürzen. Also, und ich glaube, dass das sehr gut ist. Ach, ne? Ich meine, keiner wird jetzt meine Meinung, bloß weil ich da jetzt was erzählt habe, zu 100% übernehmen. Na, sollen sie. Ja, also die Leute denken nach, die überdenken das und die schlafen ein paar Mal drüber, wenn sie auf dasselbe kommen, ist gut und wenn nicht, ist auch gut. Ne? Naja, klar, abgesehen davon, natürlich. Es ist einfach wirklich immer wieder faszinierend, mit dir zu sprechen, der einfach ganz normal in dieser Welt lebt. Das muss ich wirklich sagen. Ich versuche diese Dinge auch beim meinem Kunden oder sonst wo so bodenständig wie nur möglich rüberzubringen. Ich versuche nicht abgedreht auf Folge 17 was zu erklären, sondern ganz bodenständig. Mhm. Ja, und deswegen rede ich auch so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Okay. Ein Thema, das auf dieser Sendung sehr oft behandelt wird,
ist unter anderem auch, nennen wir es jetzt mal UFO-Phänomen, ja. Da gibt es auch zum Beispiel Waltraud Kaliber und Jürgen Trieb in Knittelfeld, die auch regelmäßig von Wesenheiten erzählen, die bei ihnen im Wohnzimmer auftauchen. Ja, ja. Und das ist jetzt für mich auch so, okay, ich meine, das ist ihre Wahrnehmung. Bin froh, dass mir das nicht passiert. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ja, okay. Ich habe auch mit Wladislav Raab, der übrigens sozusagen verantwortlich dafür ist, dass wir heute sprechen, weil er hat mir da so einen Link geschickt auf diese Doku und so. Ja. Mit dem hatte ich auch schon mal eine Sendung, da haben wir eben über diese, ich nannte es damals, unidentifizierten Begegnungen gesprochen. Ja. Und für mich ist jetzt also in dieser paranormalen Welt, die du jetzt beschreibst, und der UFO-Szene, Entführungen und so weiter. Ja. Für mich überlappen sich diese beiden Dinge. Ich kann jetzt nicht sagen, sie haben auf jeden Fall was miteinander zu tun. Es gibt Leute, die sagen, ja, das, weil das komplett das Gleiche ist. Keine Ahnung. Ja. Das UFO-Phänomen ist wiederum sehr, sehr komplex. Aber ich glaube, dass da große Überschneidung ist. Was fällt dir dazu ein? Dazu fallen mir viele Sachen ein. Ich weiß bloß nicht, ob ich jetzt hier da so groß drüber reden soll, weil UFOs sind ein Thema für sich. Ich sage jetzt nur mal so, meine persönliche Meinung dazu ist, dass wir in diesem riesigen Universum oder in diesen Universen, die wir da haben, da haben wir ja doch einiges festgestellt, nicht alleine sind. Und es gibt mit Sicherheit ein paar materielle Wesen drunter, ein paar nicht materielle Wesenheiten und so weiter und so weiter, ja, die auch in der Lage sind, mit der Zeit zu reisen, sage ich jetzt mal, also nicht auf Distanzen und Kilometer, weil das ist ja Blödsinn, da sind sie alle gestorben, bis daher kommen, aber mit der Zeit zu reisen und sich auch irgendwo mal präsentieren. Ein anderer Hörer fragt auch schon des Öfteren, Ghostbuster nennt er sich, oder sie sich, das schwarze Mann-Phänomen. Ich nehme mal an, man meint da Man in Black. Nein. Ich nehme jetzt mal an, ich versuche dem Hörer oder der Hörerin gerecht zu werden, dass ich sage, das ist der Sensenmann, der Tod. Okay. Ja, der Sensenmann, vor dem brauchen wir eigentlich auch keine Angst haben, ne? Der zeigt sich so schwarz, entweder in einer schwarzen Kutte oder in einem schwarzen Anzug oder sonst wie, wenn er kommt. Aber ich sag lieber, das ist nicht der Sensenmann, das ist der Wandler. Denn der bringt uns in das Leben hinein, der hilft uns aus dem Jenseits in diese materielle Welt hinein bei der Geburt und holt uns am Ende des Lebens wieder ab. Das ist also nichts weiter wie der Wandler. Aber ein Drittel von uns übersieht er oder vergisst er oder wie? Nein, der weiß genau, was los ist. Und wenn wir sagen, wir sterben zwar, ja, aber ich will jetzt unbedingt noch erdbehaftet bleiben, weil ich noch dies oder jenes zu tun habe oder weil mir meine eigene Briefmarkensammlung so gut gefällt, die muss ich beschützen oder sonst was, dann greift er nicht ein, dann lässt uns halt mal eine Zeit lang noch hier auf der Erde rumstiefeln. Der holt uns dann schon irgendwann ab, aber er sagt, dann macht es einmal. Interessant. Der kennt unser Karma, mag ich nicht sagen, aber er kennt unsere Geschichte und er kennt auch unser Karma. Und dann weiß er eben, dass ich einmal als Erdgebundener auch meine Erfahrung machen möchte. Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Haben alle gespielt als kleines Kind. Hat das irgendwas damit zu tun? Das war nicht auch auf alle. Da gibt es auch ein Buch von Van Helsing oder sowas drüber. Nein, das ist ein Phänomen, was es also gibt, wahrscheinlich nicht überall auf der Welt in Schwarz, aber bei uns in Schwarz, weil Schwarz ist also die Farbe der Trauer und der Beerdigung. In anderen Kulturen ist es genau andersrum.
Ja, da sterben sie in weiß und gehen in schwarz, heiraten sie. Aber das ist, kann man sagen, ja. Das, ich nehme an, einige sehen diesen schwarzen Mann einfach und haben erst einmal furchtbare Panik. Und da kommt diese ganzen Geschichten also her, die ja unglaubliche Geschichten. Okay, und du sagst aber, da braucht man keine Panik haben, also kann ich sagen, falls es doch so ist, soll man sich dann an dich erinnern. Und ich sage einfach, ich sage halt mal, es ist jetzt nicht der Mann, der kommt und sagt, du hörst jetzt auf zu leben und ich nehme die mit, die backt jetzt, ja, und hoch und hier, sondern ich bestimme. Also auf Seelenebene, das ist eine andere Ebene, als die, mit der wir hier denken und so weiter. Auf Seelenebene bestimme ich, wann ich gehe. Ich habe 2, 3 Möglichkeiten zu gehen, ja, und nimm halt eine davon, ja, um aus dem Leben zu treten. Und dann werde ich also, wenn ich jetzt ganz normal, wenn ich jetzt nicht hängen bleibe, sondern ganz normal darüber gehen will, dann kommt der halt ab und an mal. Ja, es sind ja auch Engel, die uns abholen, aber der auch und führt uns wieder ins Jenseits rüber, von dem er uns einst gebracht hat. Okay, das heißt, es gibt dann auch Menschen, die dann abgeholt werden, gleich danach und dann also gibt's nicht auch Gefahr laufen, rumzuirren. Ja, ja, ja. Okay. Also das kommt... Es kommt auf den Menschen drauf an. Wir sind, stellen mir 10 hin, sind alle 10 verschieden. Ne? Ja. Ja, und der eine so und der andere so. Ja, und so ist es im Tod auch. Der eine, der latscht an dem Licht vorbei, der nächste geht ins Licht rein und der übernächste wird abgeholt. Also, ja. Jemand aus dem Chat fragt da, finde ich recht interessante Frage, es kommt auch immer wieder natürlich. Hat Jörg Schreiber auch Kontakt zu Geistern aus den höheren Dimensionen, was immer das jetzt bedeutet? Ja. Kann er bestätigen, dass es gute und Anführungszeichen böse höhere Geister gibt? Das bestätige ich jetzt nicht. Engel und Dämonen. Ja, ich muss die Frage stellen, was ist gut, wo hört gut auf und wo fängt böse an? Also wenn ich nicht will, dass mir der schwarze Mann holt, dann ist er für mich irgendwie böse. Aber wenn ich schon Jahrtausende herumwandle und der kommt dann irgendwann und sagt, komm, Gemma, dann ist er irgendwie gut. Ja, gut und böse sind Begriffe, die wir persönlich für uns festgelegt haben. Was für den einen noch gut ist, ist für den anderen schon böse. Ja, weil du hast ja auch vorher von Wesen gesprochen, die dann irgendwie Energie anzapfen sollen bei Menschen. Das ist ja eigentlich ungut, also... Ja, natürlich, die mischen sich in unser Leben ein und machen und tun. Für die ist das nicht böse. Die sagen, der hat genug Energie, da gibt man halt ein bisschen was. Ne? So, aber die Frage ist, was ist gut und was ist böse? Die Bösen sehen sich ja nicht als böse. Ja, ich sage jetzt mal so, Gott zugewandt ist gut, Gott abgewandt ist schlecht, aber oder böse. Ja, aber die sehen sich ja nicht als böse. Die meinen ja auch, dass sie irgendwas Gutes bewirken, wenn sie das und das tun. Und ich sehe das halt als böse, weil das nicht in mein Konzept passt. Jemand schreibt, Astralreisen, wie funktioniert das? Fragezeichen. Das, was du jetzt machst, also wenn du quasi auf diese wenn du dich auf die Ebene der Geister, ich nenne es jetzt mal so, begibst, ist das denn eine Astralreise oder irgendwas in der Richtung? Kann man das so bezeichnen? Kann man so bezeichnen, ja. Und das kann man aber lernen, hast du gesagt. Das kann man auch lernen. Mhm. Gibt's auch schon mal, habe ich mal ein sehr ausführliches Interview dazu gemacht und ist ein hochinteressantes Thema. Das heißt, deine Arbeit hat doch recht viel mit Astralreisen auch zu tun. Ja, Astral, Mentalreisen, ja, mhm. Ja. Also ich meine, der gute, du sagtest, es ist ein Mann, der danach gefragt hat. Weiß ich nicht, ob du sehen nicht das Geschlecht. Ach so, das siehst du nicht. Also dann Mann oder Frau soll sich halt mal ganz normal auf den Stuhl setzen, soll in eine leichte Meditation gehen und sich dann vorstellen, dass er auf einem Schaukelstuhl sitzt.
Ja, und dann soll er hin und her schaukeln, also hin und her wippen und so weiter. Und dabei kann es ohne weiteres passieren, dass er dann vorne mal rausfällt. Das kann er ja mal probieren. Und wird im ersten Moment sehr erschrocken sein und gleich wieder in den Körper zurückflutschen. Aber das kann man ja perfektionieren. Interessant, das kenne ich nämlich vom Einschlafen, dieses Schaukelstuhlgefühl. Ja. Aha. Ja, wenn wir einschlafen, wir sagen ja nicht umsonst, dass der Schlaf der kleine Tod ist, der Bruder des großen Todes, gehen wir auch aus dem Körper raus, machen auf irgendwelchen Ebenen oder im Jenseits, da treffen wir uns mit Leuten und so weiter, besprechen unsere Alltagsprobleme und das, was uns berührt, ja, und kommen dann kurz vor dem Aufwachen, kommen wir wieder in den Körper zurück. Wenn das so kurz vor dem Aufwachen ist, dass ich irgendwie aufgeschreckt werde oder wach gemacht werde oder so, dann kann es auch sein, dass ich dann ein Gefühl des Fallens habe. Dann falle ich in den Körper zurück. Ja, wenn man das Gefühl hat, man fällt so, wenn man aufwacht, so hochschreckt und so weiter, dass man da noch weiß, Mensch, irgendwie bin ich jetzt gerade gefallen. Das ist das, wenn man also ruckartig in den Körper zurückgeschleudert wird. So, wir haben jetzt noch ungefähr 5 Minuten, das ist wieder mal vergangen, wie im ein Augenzwinkern, weil diese Sendung. Ich möchte noch eine kurze Frage stellen, weil wir vorher so dieses UFO-Phänomen angesprochen haben. Diese Wesen, die dann Menschen immer wieder sehen, diese Greys. Also da gibt es ja so ein paar archetypische, Wesen, die dann immer wieder gesehen werden. Diese Greys, sind das jetzt, wo muss man die denn einordnen? Hast du da irgendeine Idee dazu? Das sind materielle Außerirdische, die uns nicht sehr wohlgesonnen sind. Das habe ich befürchtet. die haben sich so weit technisiert, dass sie nur noch in ihrer Technik leben und haben ihren Emotionalkörper verloren dadurch und versuchen jetzt mit Kontakten zu den Menschen und so weiter diesen Emotionalkörper für sich wieder zurückzugewinnen und damit sie überleben können, weil so mit dem verlorenen Emotionalkörper ist die Kultur bald ausgestorben, sagen wir so. Interessant, das habe ich auch vor keine Ahnung wie vielen Jahren schon bei Drunvalo Mechizedek gelesen, der Dinge. Du wolltest jetzt vorhin noch was sagen, aber vielleicht noch kurz das Buch. Ich habe das auch verlinkt von der Startseite aus. Allerdings hatte ich keine Gelegenheit mehr, es zu lesen. Hat aber einen interessanten Titel. Mysterium Mensch, Seelenwege. Um was geht's da? Da geht's um diese ganzen Sachen. Also ich habe erstmal angefangen bei Adam und Eva und habe die Chakren beschrieben und so weiter. Ja, die verschiedenen Körper, was die bewirken. Ja, und dann, wenn wir also falsch denken, ja, dass wir uns Geister und alles Mögliche anziehen, ja, und dann aus diesem ganzen Schlamassel wieder raus. Okay. Das mal in ganz kurzen Worten gesagt. Okay. Du wolltest jetzt noch was loswerden auch? Ja, ich wollte sagen, dass es auch noch mehrere, es gibt ja viele, viele Phänomene, aber das ist vielleicht für manchen Zuhörer ganz wichtig. Ich mache sozusagen astral, wie beschreibe ich das? Aura-Chirurgie, sage ich dazu. Aura-Chirurgie, Das kommt, wenn einer, ich sehe an den Körpern, an manchen Körpern eben noch irgendwelche Fußfesseln oder ein Pfeil durch die Brust oder sonst irgendwas, ja, die sind nicht wirklich da, die sind nur im Astral da. Das hat er sich aus einem anderen Leben mitgenommen, wo er mal umgebracht oder gefoltert worden ist. Ja, und die leiden furchtbar. Ja, die können also nicht schnell gehen oder haben Mangweh und so weiter. Und ein Arzt kann nichts feststellen. Ja, und wenn ich diese Sachen entferne, dann geht's denen wieder gut. Auch das höre ich nicht zum ersten Mal, das finde ich sehr interessant. Also das beschreiben halt verschiedene, ich sage jetzt mal, Therapeuten anders. Ja. Ne? Manche sagen, das ist also irgendein ein Residuum, das jetzt
vor der Geburt passiert ist oder so weiter, beschreiben das nicht so genau wie ja, du. Ja, das haben die mitgenommen. Ich habe mal einen gehabt, der hat mir gesagt, er war jetzt bei 7 Ärzten, er kann nicht mehr, er kann nichts mehr essen, weil wenn er was isst, hat er sofort furchtbares Magenweh und Gastritis und sonst was. Dann habe ich gesagt, komm, ich fahre mal zu dir hin und schaue mir das an. Und dann macht er mir die Tür auf und musste ich so lachen, weil da war so eine SPQR, so eine lange Standarte in dem seinem Magen drin. Dann sagt er, warum ich den lache. Dann habe ich gesagt, naja, weil du eine Standarte da drin hast. Ja, und dann hat er gesagt, erzähl mir keinen Schmarrn. Naja, dann habe ich, also ich war also 3 Meter von ihm weg und tipp an diese Lanze so hin, also am Ende. Ne? Ja. Und dann hat er gesagt, oh, das tut weh. Dann sage ich, ja, eben, das ist die Standarte. Ja, und dann habe ich ihm das Ding rausgezogen, hab's also weggelegt und habe ihm so einen astralen Verband hingemacht, damit diese astrale Wunde sich schneller schließt. Ja, und dann haben wir uns halt ein bisschen unterhalten und dann sagt er, jetzt habe ich Hunger. Und dann sage ich, na, ist halt was. Ja, und dann hat er gesagt, auf deine Verantwortung ist immer jetzt was. Und dann hat er sich einen Toast gemacht mit Salat drauf, mit Salami drauf, mit Mayonnaise drauf, mit allem. Ja, so ein Doppeldecker und hat den also gegessen. Ja, und hatte also keine Schmerzen und keine Magenschmerzen mehr. Ja, und als wir telefoniert haben, 1-2 Wochen später, sind diese Magenbeschwerden auch nicht mehr zurückgekommen. Unglaublich. Und unsere Zeit ist vorüber. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Es war wirklich eine sehr spannende Sendung für mich und ich hoffe, wir machen wieder mal was. Ja, können wir gerne machen. Da unterhalten wir uns dann halt mal über andere Themen. Oh ja, ich nehme an, deine Arbeit ist so breit gefächert, da gibt es sehr viel. Falls dir mal irgendwas unter den Nägeln brennt, meld dich einfach bei mir. Ja. Sehr gerne wieder. Alles klar. Okay. Ich danke den Zuhörern fürs Interesse und sag Baba, Servus. Ja. Tschüss.